Hallo, meine Lieben, lasst euch ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ganz fest drücken. Ja, es ist halt auch so, dass ich jetzt momentan gesundheitlich nicht auf Höhen bin und am Montag weiß ich da ein bisschen mehr. Aber ich merke, dass Gott mich so langsam in die Stille führt. Ich denke, das hat auch seinen guten Grund, weil eigentlich die Zeit des Leibes der Gemeinde hier in Christus geht zu Ende. Es ist einfach sehr offensichtlich und sehr eindeutig. Und es ist die Tatsache, dass die Täuschung heute sehr groß ist. Es sind Geschwister, die ich gesagt haben, mich gefragt haben, ja, wie ist es? Es gibt doch große Erweckungen. Wisst ihr, was in sich mit diesen Erweckungen hat? Weiß ich, kann ich nicht genau sagen. Eins ist mir aber sicher, dass diese Erweckung eigentlich nichts mit der Leibesgemeinde zu tun hat. Jesus spricht von dem Ende der Zeit hin, genauso wie auch Petrus. Ja, Petrus erwähnt auch, dass da auch Spötter kommen werden. Und wir wissen noch auch aus der Prophezeiungen, dass man kann dann in dieser Zeit nicht mal auf dem vertrauen, der die Mutter an der Brust stillt. Es wird ein großes Verrat geben und der Trend geht schon heute sehr gewaltig los, das können wir merken. Und aber die Zeit, über was Jesus redet und die Zeit, über was Petrus auch redet, ist grundsätzlich die Zeit der 70. Jahrwoche, die Endzeit, was auch in der Propheten Daniel, Jesaja, Jeremia natürlich, es betrifft auch die Zeit, in der wir heute noch leben. Es gibt prophetische Worte, die sich erfüllt haben in unsere Zeiten. Aber das Ende der Zeiten ist mehr oder weniger die letzte 70. Jahrwoche, in dem dann Gott wieder Israel zu sich nimmt und für ihn sorgen wird. Warum müssen wir sehr vorsichtig sein? Auch was die ganze Erweckungen und dieses betrifft. Paulus sagt dem Timotheus etwas sehr, sehr Wichtiges. Und hier geht es einfach darum, in 1. Timotheus 4 sagt er, der Geist aber sagt ausdrücklich. Also es ist eine Warnung, die man nicht auf leichte Schulter nehmen sollte. Wenn der Geist etwas ausdrücklich sagt, dann ist etwas sehr, sehr wichtig zu nehmen, auf dem zu achten und mit dem soll man auch nicht spielen. Und im Vers 6 sagt Paulus dem Timotheus, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesus Christi sein, ja, der sich nährt mit dem Wort des Glaubens, mit dem Wort des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Ja, und das ist das, wo wir bleiben sollen in das Wort des Glaubens, in der guten Lehre, ja, in das, was Paulus, was Jesus Christus uns durch Paulus offenbart hat,
das dem Leib gehört und wo der Leib sich dann auch bewegt und lebt und so weiter. Da sagt Paulus, und ich erwähne es nochmal, der Geist aber sagt ausdrücklich, er sagt nicht, du ist es wert oder so, es könnte sein, sondern der Geist warnt speziell. Und hier die Warnung geht in der Richtung, dass in späteren Zeiten, und meine Lieben, diese späteren Zeiten, glaube ich nicht, dass Paulus sich jetzt auf die 70. Jahrwoche oder der Endzeit gewandt hat oder gedacht hat, sondern grundsätzlich auf die Zeit, bevor die Entrückung geschehen soll. Deswegen sagt er auch den Timotheus, dass man den Brüdern vor den Augen stellt, in den wahren Worten des Glaubens in der gesunden Lehre zu bleiben. Ja, und davon nicht abweichen, nicht nach rechts, nicht nach links. Ja, und da ist auch sehr wichtig, alles zu prüfen im Geist, denn ohne den Geist werden wir lass mich mal so zum Ausdruck, wahrheitsgemäß erscheinenden Lügen, das sind so knapp an der Wahrheit, dass auch sogar die Auserwählten verführt werden, sagt der Herr, wenn die Zeit, die Tage nicht verkürzt wären, die Intensität der Verführung wächst von Tag zu Tag so gewaltig, dass auch sogar ein Auserwählter damit wirklich so an der Kippe steht, um von der Wahrheit Gottes wegzufallen. Ja, und da ist Gottes Gnade, der uns bewahrt, auch heute und auch dann in der 70. Jahrwoche für die, die da leben werden. Denn wir gehen nicht rein, egal was die Leute sagen, lasst euch da nicht irren. Also Paulus sagt, dass in diesen späteren Zeiten, also kurz vor der Entrückung, etliche vom Glauben abfallen. Also er redet nicht von einer Erweckung, sondern er redet von einem von Glauben abfallen. Und da sind irreführende Geister und Lehre der Dämonen und denen wenden sie sich zu. Was meint ihr, warum die charismatische Bewegung so groß anerkannt und geliebt wird? Weil da auch sehr viele Zeichen, die eigentlich auf den Geist Gottes hingewiesen werden, aber es sind Geister und Dämonen, die eigentlich die Wahrheit so in der Lüge verstricken, dass der Christ denkt, ja, das ist ja halt Gottes Wort, das ist der Geist Gottes. Ich will nicht von Einzelnen reden, denn es gibt auch Gute dabei. Es ist nicht alles dämonisch, was da passiert. Aber es ist wichtig, wirklich da einen Geistesunterschied zu machen. Und nur weil jemand vielleicht in Zungen oder Heilungen oder was auch immer machen kann, muss es nicht unbedingt immer der Geist Gottes sein. Also da soll man vorsichtig sein. Deswegen sagt Paulus, der Geist Gottes sagt ausdrücklich, das ist eine Warnung. Das ist etwas, wo sagt, hey, wach auf. Wach auf, denn die Verführung ist groß und deswegen werden etliche von der Wahrheit Gottes in die Wahrheit der Dämonen. Was heißt das?
Die Wahrheit der Dämonen ist eine Lüge, aber es basiert sich auf das Wort Gottes. Und da ist der Haken. Ja? Und diese Fabeln und Satzungen und alles Mögliche, was man da bringt, ja, ist eigentlich nicht, beruht nicht auf der Wahrheit aus Gott. Aber es wird so lebendig dargestellt, dass wenn jemand im Glauben nicht fest ist, wenn jemand nicht in Gottes Hand ist, der wird fallen. Es ist leider, beim Jesus sehen wir auch, ja, alle haben mich verlassen, wollt ihr auch gehen, es waren nur noch 12. Paulus hat auch gesagt, ja, ganz Asien hat mir den Rücken zugedreht. Es ist leider an der Masse, dass die wirklich von der Wahrheit wegkommen und den Fabeln nachlaufen. Meine Lieben, das ist eine Warnung. Und wisst ihr, diese Erweckung will ich es nicht im Negativen bringen. Aber diese Erweckung hat mit dem Leib nichts zu tun. Natürlich, es kommen auch noch heute zu lebendigen Glauben Leute. Aber wenig. Die kannst du auf eine Hand wahrscheinlich zählen. Aber ich empfinde es so, und ich sage es ganz ehrlich, wie ich darüber denke und urteile, nicht richte, sondern urteile, dass es ist, wir sind an dieser Grenze, wo die Entrückung kommt und das Auftreten des Antichristen offiziell wirklich jetzt passieren wird. Und dass diese Erweckung in diese 70. Jahrwoche hineingehen wird. Da bin ich fast überzeugt, wenn ich das Wort Gottes ernst nehme und das, was Paulus mir sagt, dass der Geist, Laszlo, pass auf, der Geist sagt ausdrücklich, nimm es nicht auf leichte Schulter. Von der Wahrheit Gottes bist du so schnell weg und es ist nur eins. Wir können uns rühmen damit, dass Gott auf uns aufpasst. Was er angefangen hat in uns, wird er zu Ende bringen. Aber das, warum bei dem anderen, die auch im Glauben waren, jetzt wegfallen, er hat das mit der Auserwählung zu tun. Und da will ich nicht tiefer gehen. Damit haben viele Probleme. Mit solchen Sachen wollen viele gar nichts zu tun haben. Dann sagt man, ich habe da ja keine Chance. Doch die Chance zu beten und zu bitten hat jeder Einzelne. Gott zu bewegen, Gutes zu tun, hat jeder von uns. Und die Macht des Gebetes, ja, unterschätzt. Nur viele benutzen das Macht des Gebetes für ihre eigene Vorteile. Und das merken viele Christen heute nicht. Die Macht im Namen Jesus. Und da kamen die 12 zu Jesus und sagten, sogar die Dämonen, ja, haben Angst von uns gehabt, die sind uns gewichen, die sind davon gelaufen. Wow, wir sind die Großen. Na, Jesus sagt, hey, kommt runter vom Pferd, ja? Kommt runter, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass eure Namen oben geschrieben ist, ja? Das bringt zum Hochmut, das bringt dazu, ich merke, ich habe Macht. Wenn ich bete, dann bewegt sich die Erde und die Berge versetzen sich und ich kann auf dem Meer laufen. Das macht die Welt auch. Entschuldigt.
Das Gebet mal, dein Wille geschehe, da fängt's an. Und nicht, ich bin Christ und ich kann dich heilen. Denn nicht mal Jesus hat jeden geheilt. Er hat viele geheilt. Und alle, die geheilt worden sind, waren geheilt zum Herrlichkeit und Verherrlichung des Vaters aus dem Willen des Vaters hinaus. Leider, es ist für viele die Macht im Namen Jesus etwas, wo selbst gedient wird und nicht dem Herrn. Und das merken viele nicht. Denn man sagt, wir haben Rechte. Das eigene Recht, was wir haben, ist, Gott anzubeten, ihm zu gehören, das mit ganzem großen Recht. Auf allen anderen haben wir kein Recht. Wir haben Recht zu bitten, ob der Herr es möchte, sagt auch Paulus. Ja? Ja, wir beten, wenn der Herr es will, dann wird es auch tun. Aber nicht, ich habe Macht. Und das ist auch eine Art der Verführung heute. Und der Geist sagt es ausdrücklich. Deswegen ist es gut, wenn man da aufwacht, ja, und sich da ein bisschen darüber entsinnt. Es würde keinen schaden. Das Losungswort für heute ist, die Gerechten freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen. In Philipper 4,4, also das war Psalm 68,4, und in Philipper 4,4 sagte Paulus, freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Wir haben die Freude im Herrn, dass wir zu ihm gehören, dass wir seine Kinder sind. Wir freuen uns, dass er in uns wohnt und wir in ihm sein dürfen. Wir freuen uns nicht, weil Dämonen uns gehorchen. Nicht das macht uns Freude, wenn wir Berge versetzen können. Denn das ist alles ein Werk Gottes durch uns, wenn er es will. Sondern die Freude auch wirklich, dass man sagen kann, der Herr kommt bald, die Entschuldigung. Die Freude wirklich in Herrn zu sein. Und wenn wir die Psalmen durchlesen, können wir staunen, der Mann Gottes, ja, der Lieblingsmann Gottes, David. Ja. Wir sehen, wie viele Tiefen und Höhen, ja, wo manchmal sagt, dass er es am Verzagen ist. Manchmal ist er ganz oben und lobt dem Herrn. Manchmal steht er da und versteht er nicht die Welt, versteht Gott nicht, warum den Gottlosen so gut geht. Wir haben auch mit vielen Tiefen, ja, es ist, diese Tiefen sind etwas, was uns stärkt. Und wir haben große Hoffnung. Wir haben das Versprechen unseres Herrn. Wir haben das Versprechen unseres Vaters. Wir haben das Römerbrief, Kolosserbrief, Korintherbrief, Epheserbrief. Und wir wissen, dass niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Woher weiß ich, dass ich zu ihm gehöre? Das ist ganz einfach. Den, der die Liebe treibt, der von der Liebe getrieben wird und nicht von Hochmut und Machtausübung
von sich groß rauszukommen, sondern von der Demut, von der Liebe. Auch wenn man fehlt und Fehler macht und Scheiße baut, auf Deutsch gesagt. Aber doch die Vergebung, die Demut, die Liebe. Das bezeichnet einen Mensch, der im Geist wandelt. Und nichts anderes. Nicht die Zungenrede, nicht die großen Sprüche, nicht die starke Lehren. Nein. Und das ist nicht immer leicht. Es ist ein Kampf. Ein Kampf, in dem wir oft in die Knie gehen müssen und sagen müssen, Herr, hilf mir. Ich kann es nicht. Und er tut's. Deswegen, meine Lieben, nehmt es ernst und freut euch im Herrn, der uns bewahrt für sich allein. Meine Lieben, ich habe von einem lieben Bruder ein neues Handy gekriegt. Also, und das Problem, ich habe jetzt die ganze Kontakte verloren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die irgendwie noch wiederhaben kann, weil das Handy funktioniert nicht, das alte. Deswegen möchte ich euch bitten, schreibt mir ein SMS mit den Namen. Ja, also ich bin die Sandra oder ich bin Hans-Jürgen oder wie auch immer. Ich bin der Peter und so. Und da kann ich diese speichern. Ja, kann auch in WhatsApp wieder sie haben. Wer meine Nummer nicht hat, der soll einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde das auch weitergeben. Meine Lieben, man merkt eindeutig, wir haben nicht mehr lange Zeit. Wisst ihr, ich habe jetzt für meine zwei Kleinen jeweils so eine SIM-Karte gekauft, dass die am Telefon, also der Mama kann sie dann auch anrufen und so. Bis jetzt hatten sie eine nicht funktionierende SIM-Karte, also einfach nur um WLAN haben zu können, ein bisschen in Internet zu strömen. Und ich war verblüfft, ja. Du musst dich erstmal ausweisen. Du kannst diese SIM-Karten gar nicht mehr aktivieren. Ja, das ist schon seit ein Jahr, glaube ich, dass das so immer intensiver geht. Egal, was für einen Vertrag du machst, egal, wo du dich anmeldest, du musst gleich Ausweis, musst du Bild, du musst dich bei der Post melden oder durch Internet, durch diesen Video-Aktion dich nachweisen. Also, wohin geht noch diese Welt hin? Und wir sehen, alles geht auf diesen antichristlichen Weltordnung zu, wo man total überwacht wird. Das, was heute in der Welt passiert, in Israel, Amerika, Deutschland, überall, ist so eindeutig. Und wer glaubt, noch 10, 20 Jahre, der soll ruhig glauben. Es kommt die Zeit des Aufwachens auch für ihn. Ja. Und wer die Entrückung zu Ende der 70. Jahrwoche tut oder Mitte, kann es auch tun, der wird auch überrascht sein, dass es doch anders kommt. Wir, die es wissen, wir freuen uns und wir sind in dieser Erwartung. Und lasst uns bereit machen vor dem Herrn, denn er kommt bald. Meine Lieben, also nochmal bitte SMS schreiben, dass ich euch in der Kontakte habe mit Namen. Ich habe euch zu danken, seid fest umarmt. Ja, und lasst uns weiterhin im Gebet füreinander.